jetzt diese Kackdreiecke. Yo, hallo zusammen bei Besagan. Ich bin Sammy und heute gibt es wieder eine Folge Wer wird Millionär? Vielleicht habt ihr es gemerkt, dass zuletzt nur ein Video pro Woche hochgeladen wurde. Ist bei mir im Moment ein bisschen schwierig, weil ich habe einen neuen Job begonnen und von der Zeit her muss ich schauen, wie ich das mache. Also es kann sein, dass auch weiterhin nur ein Video pro Woche kommt vorerst mal. Später dann vielleicht mal wieder, dann geht's zurück zum gewohnten Rhythmus. Okay, schnelles Spiel. Ich habe mir heute noch was Besonderes überlegt. Wenn ich einen Joker nehmen will, dann muss ich zuerst 5 Level eines kleinen Jump-and-Run-Spiels spielen, damit ich den Joker nehmen darf. Mal schauen, wie das rauskommt. So, die Frage für auf den Stuhl. Montevideo ist die Hauptstadt von Uruguay. Schon wieder Montevideo. Da kam doch schon mal was damit. So, vor welchem Sturm wird im Wetterbericht wohl kaum gewarnt? Schneesturm, Wirbelsturm, Herbststurm, Aussichtssturm. Hochwertiges Fleisch ist oft gut abgehangen, betont relaxed, prima erholt, lässig gechillt. Das müsste gut abgehangen sein. Das fängt schon gut an, wenn ich schon bei der zweiten Frage eine kleine Unsicherheit habe. Oh ja, du. Oh, leck doch mir, Bobby, du. Da ist schon alles im Arsch. Das sehe ich jetzt schon. Da ist schon alles im Arsch. Was lernt bestimmt auch der Brite im Erste-Hilfe-Kurs? Soundkids, Songteens, Rhythmgirls oder Beatman? Beatman. Beatmen. 300 Euro. Wo machen sich Models kurz vor ihrem Auftritt schick? Salatbar, Croutonsalon, Kräuterlounge oder im Dressingroom? Dressingroom. Was ist Namensgeber des berühmten Silicon Valleys in Kalifornien? Laubbaum, Indianerstamm, chemisches Element oder Film mit Dolly Buster? Ja, das wird dann wohl das chemische Element sein. Jo, gut. So, die 1000-Euro-Frage. In welchem Zusammenhang wird man am ehesten bei einem Osteopathen Rat suchen? Moment jetzt, nicht die Antworten anschauen. Osteopathen, da habe ich doch irgendwas im Kopf dazu. Backen und Kochen, Hacken und Lochen, knackende Knochen, kackende Rochen. Ich wollte kackende Knochen, vorlesen. Knackende Knochen, ja, das klingt gut. So, jetzt Musikwechsel, jetzt kommen die ernsten Fragen. Für wen hängen in einer bekannten Fabel die Trauben im wahrsten Sinne des Wortes zu hoch? Hase, Igel, Fuchs, Gans. Ja, jetzt kommen die seriösen Fragen und ich stehe an. Also ganz ehrlich, eine Gans hat einen langen Hals. Da weiß ich jetzt nicht, wieso man dieses Tier nehmen soll. Ein Fuchs, der ist doch schlau, dem fällt was ein. Der Fuchs, der will halt die Gans und nicht die Trauben. Der Fuchs will halt die Gans, ne? Dem sind die Trauben egal. Der Hase, der könnte doch hüpfen vielleicht? So, der ist doch agil. Und der Igel, der ist halt voll am Arsch. Der ist halt echt am Arsch. Ist es dann der Igel? Ja, scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Fabel nicht. Na, die Trauben, die sind ja
an dem Gestrüpp. Wie sagt man dem eigentlich? Traubengestrüpp. Scheiße, wie heißt das schon wieder? Ja, ich bin sehr frisch heute, man merkt es schon. Okay, ist ja egal. Es geht um irgendeine Fabel, die ich nicht kenne. Und um irgendein Tier, das wahrscheinlich an die Trauben will. Okay, komm, ja, komm, ich nehme 50-50 und wenn der Fuchs stehen bleibt, dann nehme ich das andere. Jo, aber jetzt habe ich ja gesagt, ich muss ein Spiel spielen, wenn ich einen Joker nehmen will. Du leck Bobby, ja, jetzt, okay. Gut, kleines Jump-and-Run-Spiel im Internet. Ich muss jetzt also, es hat 20 Level, ich habe ja 4 Joker, das heißt, ich muss jetzt 5 Level spielen, damit ich den Joker nehmen kann. So, einfach laufen und hüpfen. Ganz einfach. Level 1 complete. Juhu. Hui. 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 Ja, tot. Gut. Hui. Hui. Oh! Und wieder tot. Sehr gut. Ja, da ist noch das Mikrofon im Weg, oder? Deshalb ist das ein bisschen schwierig. Hui. 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 Ja. Ja. Oh. Hoppla. So, soweit habe ich es mal kurz ausprobiert, um zu schauen, ob das was ist, was ich einblenden könnte. Oh, oh, hoppla. Da kommt. So, gut. Bam. Easy. Easy peasy, lemon squeezy. So, 50-50. Fuchs oder Gans? Ja, scheiße. Der Fuchs, der will keine Trauben. Wieso? Nein, der will keine Trauben. Ich weigere mich zu glauben, dass der Fuchs Trauben will. Was ist denn das für ein Fuchs? Oh! Was ist denn das für ein Fuchs? Ein Fuchs will doch keine Trauben. Was will der mit Trauben? Fuchs, komm. Fuchs, Trauben. Der Fuchs und die Trauben ist eine Fabel. Ja. Okay, aber jetzt mal ganz im Ernst. Fuchs, Nahrung. Seine Nahrungsgrundlage sind vor allem Wühlmäuse und andere kleine Nagetiere. Regenwürmer, Käfer. Bin ich beim Fuchs? Ja, ja. Vögel. Fallobst und Beeren. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Wenn der Fuchs seine vegetarische Neigung hat, dann isst er vielleicht auch Trauben. Ja, scheiße. Okay, ganz schnell, komm. Gut. Oh, die Frage für auf den Stuhl. Ordnen Sie diese Hits von George Michael chronologisch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, gut, alles falsch, sehr gut. Los. Trifft man alte Freunde, dann muss man das wiedersehen. Düngen, umgraben, pflanzen, begießen. Ja, begießen. Wie nennt man eine der Grundformen des Kirchenbaus? Petersilie, Oregano, Basilika, Rosmaria. Das ist die Basilika. Häuser bestehen. Wegwerfen, verschrotten, entrümpeln, ausräumen. Ausräumen. Was benutzt man häufig bei der Textverarbeitung am Computer? Word. Stauraum, Spüle, Zwischenablage, Hängeschrank. Das ist die Zwischenablage. Copy-Paste. Das muss ja, wenn man Copy macht, dann muss es irgendwo hin, damit, wenn man nachher Paste macht, dass man das dann auch wieder hat. Wer sich so richtig amüsiert, lässt umgangssprachlich die Kuh fliegen, die Flöhe husten, die Flöhe husten, das Schwein pfeifen, das Pferd kotzen. Was? What? Moment, was? Also die Flöhe husten und das... Das ist die 500-Euro-Frage.
Dementsprechend habe ich jetzt ungefähr eine 50-50 Chance, weil ich nehme keinen Joker. Die Flöhe husten finde ich Quatsch. Das Schweinpfeifen auch, weil man sagt ja, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich glaube nicht, dass das... Oder kommt das von daher? Das Schweinpfeifen. Das ist jetzt halt fies. Nee, also wirklich. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich würde sehr gerne die fliegenden Kühe nehmen. Aber ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich kenne das nur negativ. Aber vielleicht ist das, vielleicht kommt das daher. Nein, es sind die fliegenden Kühe. Scheiße! Oh. Okay, komm, schneiden wir raus. Komm, schnell, nochmal, los. Ordnen Sie diese Persönlichkeiten aufsteigend nach ihrer Verweildauer im jeweiligen Amt. Johannes Paul II., US-Präsident Clinton, Bundeskanzler Kohl und Teamchef Völler. Keine Ahnung. Boop, 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 boop. Alles falsch. Geil. So. Ich habe ja gesagt, heute, das kommt gar nicht gut. Ja, ja. Kommt eine Entscheidung nach reiflicher Überlegung zustande, dann ist sie gut eingerüstet, ausgebaut, unterkellert oder überdacht. Überdacht. Bewegen sich die Spieler mit Hilfe eines Elektrofahrzeugs über den weitläufigen Platz, verbrauchen sie beim Ärmelkanal, Südsee, Polar, Meer, Golf, Strom. Beim Golfstrom, aber das wird doch beim Golfenstrom heißen. Leute, ein bisschen Grammatik, ne? Ja. Redet der Soldat von seinem Schrank, heißt es meistens nur, der ist bekloppt, der dreht durch, der hat einen Knall oder der spinnt. Der spinnt, der spinnt. Was gehört zu Beauty Case Standardausrüstung? Rouge, Noir, Blanc, Bleu. Ja, das Rouge. Das Rouge. 500 Euro Frage. Ja, ja, alles klar. Ja, ja, will ich einfach überspringen. Komm, nächste Frage. Goethes, Die Leiden des jungen Werthers, ich glaube, das habe ich gelesen in der Schule, ist literaturwissenschaftlich gesehen ein SMS-Gedicht, Briefroman, Faxaufsatz oder E-Mail-Drama? Gut, zum Glück sind wir noch bei den Blödelfragen, da kann es nur der Briefroman sein. Sonst hätte das auch Ohaletz ausgehen können, oder? Was ist, zumindest grammatikalisch betrachtet, ja, jetzt kommt ihr mit der Grammatik, ja, ja. Ja, ja. Was ist zumindest grammatikalisch betrachtet eindeutig weiblich? Hochmut, Übermut, Anmut, Wermut. Der Hochmut kommt vor dem Fall. Der Übermut? Der Wermut, die Anmut. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Keine Ahnung, was sich da jemand überlegt hat, aber ist halt die Anmut. Wer hat in George... Oh, Musikfest, jetzt kommen die seriösen Fragen. Wer hat in George Orwells Literaturklassiker 1984 das Sagen? Ich habe keine Ahnung, ich kenne den nicht. Junge. Big Brother, der Bachelor, der Restaurant-Tester, Beate und Irene. Okay, das ist Big Brother, danke. Dankeschön für diese Auswahlmöglichkeiten. 4000 Euro Frage. Welche von vielen Städten erhobene... Welche von vielen Städten erhobene Abgabe beschäftigte im Sommer 2012 die Justiz? Jungs, ein bisschen Grammatik. Okay, Matratzenzuschlag, Kissengebühr, Lattenrostpauschale,
oder die Bettensteuer? Da kenne ich eigentlich nur die Bettensteuer. Jo. 8000 Euro. Für ihren Künstlernamen machte Chartstürmerin Lady Gaga Anleihe bei einem Hit von Queen, Videoclip von Madonna, Film von Hitchcock oder Album der Beatles. Für ihren Künstlernamen, das heißt Lady Gaga, der Künstlername ist Lady Gaga. So. Jetzt nehme ich nicht an, dass sie auf Lady raus wollen, sondern sie wollen raus auf Gaga. So, Hit von Queen, Gaga. Gaga. Videoclip von Madonna. Der Gaga-Clip von Madonna. Film von Hitchcock. Gaga. Jetzt im Kino! Gaga! Album der Beatles. Gaga. Das neue Album, Gaga. Der neue Hit von Queen, Gaga. Hey, das passt noch. Das passt noch, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich rufe jemanden an. Ich habe jemanden bei den Jokern, bei den Telefon-Jokern, der das absolut perfekt weiß. Aber bevor ich den Joker nehmen kann, muss ich jetzt natürlich wieder die 5 Level spielen. So, los. Oh, okay. Standardhöhe beim Hüpfen. Man kann nicht wenig hüpfen. Hui, hui. Ja, passt. Level 2, jetzt muss ich noch mitzählen. Ja. Jawohl. Oh mein Gott, da muss man ein... Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Oh, oh, ja. Ja, 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 ja. Hüpfen wäre noch gut. Aber hurengut wäre das. Scheiße, wer setzt da diese Dreiecke hin? Alter. Nein. Oh, da kommt ja ein Schuss. Wie willst du da durch? Nein. Lass mich mal. Nein. Oh Mann. Ja, du mich auch. Ja, da kommt ja ein Schuss entgegen. Was soll man da tun? Einfach durch. Nein, da kann man nicht durch. Da muss man warten. Ich komme gar nicht auf dieses scheiß Podest, weil dieses scheiß Dreieck hat eine solch scheiß Hitbox. Ja, und dann... Also von der Höhe her kann ich da gar nicht über den entgegenkommenden Schuss rüberhüpfen. Da muss ich kurz warten. Huh. Hä? 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 Oh! Oh, Moment! Moment! Ich geh einfach früher los. Nein! Komm schon! Nein! Komm schon! Ich hau so fest in die Tasten, das muss ja scheiße klingen auf der Aufnahme. Nein! Ach komm. Jetzt diese Kackdreiecke. Oh Mann. Echt jetzt? Die sind im Weg. Oh, ja. Ich bin aus Versehen zweimal gehüpft und es hat funktioniert. Oh, hey. Okay, geschenktes Level. Das wie viel ist, war das jetzt? Ah, Level 9 complete. Okay, Level 9 complete. Eins noch. Ach du Scheiße. Oh, ja doch, aber das geht. Das geht. Jo, gut. Joker. Joker verdient. Alter. Alter. Joker verdient. Was habe ich gesagt? Ich rufe jemanden an. Hit von Queen natürlich, ja. Natürlich, habe ich auch gesagt. Hätte ich einen Joker sparen können.
Ja, das war's schon wieder aus Zeitgründen. Das Video ist vorbei, aber ich spiele natürlich weiter. Das heißt, der zweite Teil folgt dann. Bis dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, kommentiert, abonniert, liked und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!